Arbeitsplätze waren ein großes Thema, auch vorhin in der Umfrage. Und da kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass hier darüber diskutiert wird, recht lebhaft im Schacht 5. Heiko Sinnewald. Arbeitsplätze ja, aber wir hatten vorhin ja auch das Thema Thüringen-Tag. Und da hatte sich spontan auch eine Frage ergeben bei einer Dame, zu der gehe ich mal schnell. Und zwar zum Thüringen-Tag brauchen wir viele Ehrenamtliche, wir hatten das vorhin auch angesprochen. Und da gibt es eine spezielle Problematik. Aber vielleicht können Sie sich ganz kurz vorstellen und dann natürlich Ihre Frage stellen. Ich muss mich gleich entschuldigen für meine Stimme. Sehr erkältet. Mein Name ist Colette Koch, komme auch aus Sondershausen, bin ehrenamtlicher Betreuer und habe eine Frage an Herrn Scherer. Wie stellt man sich das vor, wie wird das ausgebaut, das Ehrenamt? Ist ja kaum noch zu bewältigen, ehrenamtlicher Betreuer, großes, großes Aufgabengebiet, sehr, sehr viel Schriftkram schafft man kaum noch neben seiner Tätigkeit. Aber der Bedarf besteht ja, aber es ist wirklich kaum noch zu stemmen. Ich betreue momentan 6 sehr hilfsbedürftige Menschen, möchte weiter das ausbauen, aber ich weiß echt nicht mehr, wie man es realisieren kann. Danke. Ja, wir haben von der CDU-Fraktion gerade die vorige Woche eine Veranstaltung in Erfurt gemacht, in der wir landesweit ehrenamtlich Tätige geehrt haben. Gerade weil wir es für wichtig halten, dass die Leute, die ehrenamtlich viel Freizeit verbringen, die ehrenamtlich viel tun, dass man denen auch man ab und zu mal die Anerkennung zukommen lässt und sagt hier, du bekommst eine besondere Ehrung dafür, dass du das machst. Ich weiß, dass in vielen Ehrenamtsbereichen die Sache wirklich auch kompliziert ist, weil es auch ins Rechtliche mittlerweile hineingeht, gerade bei Betreuungsfragen. Da gibt es ja nicht nur die ehrenamtlichen Betreuer, sondern auch die hauptamtlichen, gerade weil es auch rechtlich sehr schwierig ist. Umso anerkennenswerter ist es natürlich für die, die es ehrenamtlich machen. Und da kommen wir wieder zum Thema Entbürokratisierung oder Verwaltungsreform im weitesten Sinne. Wir müssen einfach schauen, dass das nicht zu kompliziert wird. Und das hängt damit zusammen, dass wir immer versuchen, alles Mögliche hundertprozentig zu regeln. Und wenn wir davon mal wegkämen, dann hätten wir eher die Chance zu sagen, der eine Ehrenamtliche, der die Betreuung macht, der hat ein viel breiteres Feld, der ist nicht in irgendwelche Paragraphen eingezwängt, sondern kann sich selber überlegen, wie er es am besten macht. Natürlich muss es noch Regeln geben, das ist klar, aber sie müssen nicht so ins Einzelne gehen und da muss man nicht so eine Bürokratie aufbauen, wo man zig Formulare ausfüllen muss, wo man für alles große Erlaubnisse einholen muss. Das wäre für mich auch ein Anliegen, sowas durchzusetzen, diese Normenvielfalt einfach einzugrenzen. Dann macht Ehrenamt, glaube ich, auch wieder mehr Spaß. Wie schnell kann man denn sowas, Mike Moring, wie schnell kann man denn da Regelungen finden, damit das wesentlich einfacher wird für viele Frauen? Ja, das sind ja Spezialgesetze, die sind ja nicht so einfach. Wir müssen halt, was wichtig ist, was die Politik regeln muss jederzeit, ist, wenn sich Leute engagieren in der Gesellschaft und mehr machen und sozusagen mehr Last auf sich nehmen, dass man denen auch helfen. Und nicht alle Gesetze sind so ausgestaltet, dass der Bürger das Gefühl hat, dass es schon so ist. Was ich jetzt gut fand, dass der Deutsche Bundestag jetzt in diesen Tagen das Ehrenamt gestärkt hat, weil die Freibeträge angestiegen sind und sozusagen man mehr als 2.100 Euro, ich glaube es sind jetzt 2.400 Euro, jetzt eine Ehrenamtspauschale bekommen. Das sind so Zeichen, die man machen muss, damit man sieht, es gibt Ermutigungen, Ehrenamt lohnt sich. Man soll in der Gesellschaft was machen, neben seinem beruflichen Job. Aber man muss auch denen helfen, die als Betreuer tätig sind, damit die Normen auch so sind, dass da wirklich mehr machen kann. Und das am Ende, uns nützt ja nichts, wenn alle abwinken und sagen, ich mache nicht mehr Betreuer. Mir ist das zu aufwendig, mir ist das zu bürokratisch. Der Aufwand ist viel mehr, ich kann mich gar nicht um die Menschen kümmern. Wenn das sozusagen die Genese ist, dann Leute sich deswegen verabschieden, dann haben wir es falsch gemacht. Und da lohnt es sich mehr, da reinzuschauen und die Leute zu ermutigen, in Thüringen diese Aufgaben auch wahrzunehmen.